Hallo Anati, schön dich zum zweiten Mal zu interviewen. Du machst ja zwei Sessions beim unserem Practice Camp. Worauf dürfen wir uns denn als zweites freuen? Genau. Beim zweiten Mal bin ich nicht alleine. Da habe ich mir tatsächlich noch Unterstützung geholt. Und zwar die liebe Janine wird das mit mir zusammen machen. Wir sind seit kurzem vernetzt und haben uns sofort, es war gleich so, es hat Zoom gemacht an der Stelle. Und ja, wir werden mit euch, wenn ihr Lust habt, ein Speed-Dating zum Thema Learning machen, ein Learning-Speed-Dating. Ein Learning Speed Dating. Das ist ja, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, das wird auch noch ganz spannend, weil es wird auch ein bisschen anders, als wie man so ein Speed-Dating kennt. Also klar, was auf jeden Fall Genau. bleibt, ist, dass wir in so kurzen, kleinen Sequenzen immer wieder unseren Partner, unsere Partnerin oder auch die Kleingruppen wechseln werden. Also das ist so ein bisschen von dem Speed-Dating übrig geblieben. Der andere Part ist, die Janine ist Theaterpädagogin ursprünglich und ich mache ja das Improvisationstheater, was ich ja auch in der ersten Session Da ist anbiete. die Connection. Genau, da ist die Connection und da haben wir uns überlegt, dass wir es mal ein bisschen anders angehen, dieses Speed-Dating und auch da ein bisschen in dieses Körperliche reingehen. Das heißt also, ja, am wichtigsten ist, dass die dann da mitmachen, offen sind, Dinge auszuprobieren, sich vielleicht mal animalisch zu geben. Ich werde es nicht weiter erläutern. Lasst euch überraschen, es soll auch niemand abschrecken. Und ja, mal so ein Speed-Dating auf eine ganz andere Ebene zu heben. Okay, das klingt jetzt ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. So, also ich war noch nie beim Speed Dating, aber ich dachte, es Ich auch sitzen so nicht. zwei Leute gegenüber an einem Tisch und man stellt sich Fragen. Animalisch bewegen ist jetzt so die ganz andere Richtung. Ja, wie gesagt, Okay. wir müssen noch mal sehen, was alles passiert, Ah. aber. Genau, also nein, es wird nicht so der Klassiker sein. Genauso, glaube ich, ist es auch tatsächlich. Also ich habe bisher auch immer nur Speed Networking gemacht und da war es meistens auch so ein bisschen. Genau, und dafür soll es auch dienen. Wir haben es auch extra so Okay. an den Schluss vom ersten Tag gesetzt, weil wir danach auch in eine super tolle Location gehen und gedacht haben, dass es vielleicht schön ist, wenn dann im Nachgang alle oder die dabei waren, dann schon mal so kleine Inspirationen haben für das Netzwerken. Das wird vielleicht den einen oder anderen Netzwerkpartner erstmal irritieren, aber das ist ja schön auch und wir sind ja unter uns und genau, also daher einfach Mut und Lust, da mal was auszuprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wie gesagt, ja, es wird ein bisschen anders sein, als man das kennt. Auch das könnte sein, wenn das Wetter gut ist am ersten Tag, dass wir uns dann nach draußen begeben. Das müssen wir nicht in einem Raum machen, dringend. Okay, das scheint so ein bisschen dein Motto zu sein, Mut zu haben bei diesem Practice Camp. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt ein bisschen nervös werden soll, aber was brauchen Teilnehmer denn noch? Gibt es irgendwas, was wir mitbringen sollten? Irgendwelche Vorerfahrungen, Voraussetzungen, sonst was? Nein, euch, ihr kennt euch am besten. Also wie gesagt, es soll schon so ein bisschen sein, dass jeder auch ein bisschen was von sich mit seinem Learning oder ne, aus seinem Background auch gerne preisgibt. Das gehört ja ein bisschen dazu, ne, dass man sich kennenlernt. Das ist schon die Idee. Die Sessions sind nur ganz am Morgen, waren alle ausgebucht, was natürlich total schön ist. Deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das eher als Anlass dann später zum Netzwerken und haben uns ans Ende gesetzt. Und ansonsten weiterhin wie bei der ersten Session Offenheit, Spaß und ja, halt einfach vielleicht auch viel Neugier, was es wird, weil Janine und ich, wir sind auch sehr neugierig, was es wird, weil wir das tatsächlich sehr spontan in einem Call erfunden haben. Also insofern, wir werden auch sehen, das ist so gesehen jetzt auch ein gemeinschaftliches Erkunden, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Also daher ganz offen. Okay, das klingt echt spannend und so, als ob wir irgendwie alle noch nicht so richtig wissen, was draus wird. Deswegen überspringe ich die Fragen dazu vielleicht auch einfach. Aber dann hätte ich eine andere, und zwar, wenn es erfolgreich ist, was sollen die Teilnehmer so am Ende drüber sagen? So ein Satz, fällt dir da was ein, spontan, Impro? Also eigentlich ein Wort, geil. Geil, okay. Das hoffe Ja, ich und doch ich. nach dem Camp auch. Lustig fände ich es auch. Also ich hatte mal so eine andere Erfahrung also so Online-Session bei Liberating Structures. Da haben wir uns dann, mussten wir uns auch als Tiere benennen und dann kamen manchmal so lustige Nachrichten über LinkedIn. Hallo Delfin, hier ist das Eichhörnchen und genauso wäre es schön,
wenn wir sowas dann irgendwie bei unserem gemeinschaftlichen Abendessen sehen, wenn die Leute irgendwie das noch irgendwie mitnehmen, weil ich glaube, immer mit Bildern und allem kann man sich oft auch Menschen besser merken. Und also ich fände es witzig, wenn das eine oder andere, wenn man das wieder ja, sieht an den Abenden oder auch am nächsten Tag, wenn die Leute dann eben da irgendwie sagen, hey, keine Ahnung, wie auch immer dann was da passiert, ne? Und das Ja. so für sich mitnehmen. Aber genau, das Wort geil, glaube ich, so, ja, war cool, hat Spaß gemacht. Okay, also es ist ein bisschen was zur Auflockerung, ein bisschen was zum Networken und ein bisschen was zum über sich hinauswachsen, mutig sein. Gehört dazu. Das klingt danach, aber klingt auch sehr spannend. Möchtest du noch, anstatt noch mehr über dich zu erzählen, das hast du ja quasi in einer anderen Session schon gemacht, willst du noch was über Janine erzählen? Warum? Wie seid ihr darauf gekommen? Das war einfach spontan. Genau, ja, wie gesagt, wir wurden vor kurzem von meiner ehemaligen Chefin vernetzt, weil sie einfach gesagt hat, sie hat sich mit Janine getroffen, die kannten sich und sagte, ja, du musst dich mal mit Anati unterhalten. So, und dann haben wir uns relativ schnell irgendwie zusammengefunden und haben dann eben festgestellt, sie hat eben mal ganz, ganz früher Theaterpädagogik studiert und ist heute aber mehr so im Bereich auch Customer Experience unterwegs. Und also das sind auch Themen, die ich total spannend finde. Und der gemeinsame Nenner war aber auch so das Thema E-Learning und Learning überhaupt. Und dann hat sie gemeint, ja, und sie ist demnächst mal wieder vielleicht in Berlin und dann könnten wir uns auch so treffen. Und da meinte ich dann, Mensch, da ist doch dieses Barcamp. Und dann sie so geil. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch zusammen eine Session anbieten. Und dann haben wir beide gesagt, ja, aus unserer Erfahrung, wir werden schon was finden. Und genau, sie hat jetzt dieses ja, Speed, Dating, Speed, Networking, so ein bisschen aus, sie macht so Lean Coffees in Düsseldorf. Oder nee, schon Lean Stammtisch oder so Lean Austausche, und hat gesagt, haben sie so ein mal was gemacht mit dem Speed Dating. Und dann habe ich gesagt, cool. Und dann habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn wir das sozusagen Lean oder Speed Dating trifft, Improvisationstheater? Und dann meinte sie, cool, gute Idee. Und so ist das entstanden. Und genau, ganz nach dem Motto des Practice Camps haben wir gesagt, wir probieren aus, wir schauen mit der Gruppe, was funktioniert, was nicht funktioniert und überlegen auch gerne zusammen, wo man das dann auch einsetzen kann, ne, in der Praxis, wo man sich das gut vorstellen kann. Kann ja gut möglich sein, ne, für Gruppen, die sich nicht kennen und die offen sind, mal sowas auszuprobieren und mal eben auf eine andere Ebene zu heben, als immer nur auf der Wortebene, was wir ja gerne tun, uns eben mit Ja. Worten zu verständigen. Ja, okay, aber das finde ich auch cool, dass wir uns dann nochmal Gedanken machen, so, ne, wohin können wir das eigentlich mitnehmen und was ist jetzt so der Mehrwert, den wir Genau. da langfristig draus ziehen können. Definitiv. Aber es klingt so, als ob ihr beide einen coolen Background damit habt, als ob ihr beides jetzt schon geil findet. Also dann kann es wohl nur mega, mega cool werden, würde ich sagen. Das hoffe ich. Und das machen, werden wir alle zusammen machen. Also, ne, es lebt ja nicht nur von uns beiden, sondern dann eben auch von der Gruppe. Also kommt gerne in die Session, wenn ihr da Lust drauf habt und offen seid. Und ja, also wir freuen uns sehr. Mit euch das zusammen mal auszuprobieren und vielleicht sogar weiterzuentwickeln. You never know. Sehr cool. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ihr wahrscheinlich auch. Und dann danke ich dir aber vielmals für die Vorstellung. Und Sehr gerne. ich schätze mal, wir werden einfach sehen, was passiert. Genau, wir improvisieren. Perfekt. Dann vielen Dank, wie gesagt. Und wir sehen uns spätestens dann. Ja, ich freue mich. Bis bald und Ich danke auch. dir. Bis dahin. Ciao. Ciao.